Der Jesus ist verraten worden. Sie haben ihn in den Palast auf den Hohepriester gebracht. Dort sind die Priester, die Ältesten und Gesetzeslehrer zu einer Sitzung vom Hohen Rat einberufen worden. Der Petrus ist Jesus heimlich in grossem Abstand gefolgt. Und er ist in den Innenhof vom Palast gegangen. Im Innenhof hat das Feuer gebrannt. Und alle haben auf das Ende der Verhandlung gewartet. In der Zwischenzeit sind Zeugen verhört worden. Die Mitglieder vom Hohen Rat haben gehofft, dass die Anschuldigungen so gross sind, dass man Jesus zum Tod verurteilen kann. Aber alle Zeugen haben sich widersprochen. Sie haben Jesus Wort verdreht und so ungeschickt gelogen, dass nicht zwei von ihnen das Gleiche gesagt haben. So sind alle Aussagen ungültig gewesen. Da ist der Hohepriester in der Mitte der Versammlung aufgestanden und hat Jesus gefragt. Antwortest du nicht? Sie bringen so viel gegen dich vor. Der Jesus hat geschwiegen. Da hat der Hohepriester zum letzten Mittel gegriffen. Er hat ihn gefragt, bist du der Messias, der Gott uns versprochen hat, der Gesalbte, der Sohn Gottes? Der Jesus hat geantwortet, ich bin's. Und ihr werdet den Menschensohn sehen, wie er zu der Rechten von der Macht Gottes sitzt. Und mit der Wolke vom Himmel kommt, am Tag vom Gericht. Der Hohepriester hat sein Gewand zerrissen. Als Zeichen von einer Gotteslästerung und hat geschrien. Wozu? Warum brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt Gotteslästerung gehört. Ihr habt gehört, wie er sich mit Gott gleichsetzt. Wie entscheidet ihr? Sie haben ihn alle verurteilt. Er ist schuldig und er muss sterben. Ein paar haben angefangen, den Jesus zu quälen und zu demütigen. Sie haben ihn angespeuzt und ein Tuch über den Kopf geworfen und mit Füßen geschlagen. Prophet, wer hat dich geschlagen? Zeig, dass du Wahrsagen kannst. Auch die Wachen, die den Jesus hätte abführen sollen, haben ihn geschlagen. Unterdessen ist der Petrus im Innenhof gesessen. Und die Dienerin, die vorbeigelaufen ist, hat ihm genau ins Gesicht geschaut und gesagt, auch du bist mit dem Jesus von Nazareth zusammen gewesen. Der Petrus hat gesagt, ich weiß nicht, von was du redest. Er ist aufgestanden und zum Vorhof rausgegangen. Ein Gückel hat gekräht. Aber die Dienerin
ist ihm nachgegangen und hat den anderen gesagt, doch, doch, er ist einer von ihnen. Nein, hat der Petrus gesagt. Aber Knechte sind auf ihn aufmerksam gewesen. Doch, doch, klar bist du einer von denen. Du bist ein Galiläer. Man merkt es an deiner Sprache. Der Petrus hat geflucht und geschworen, ich kenne den Menschen nicht. Ich kenne den nicht, von dem ihr da redet. In dem Augenblick hat der Gücko zum zweiten Mal geredet. Und da ist an Petrus eingefallen, was der Jesus gesagt hat. Bevor der Gückel zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und so hat der Petrus angefangen zu brüllen. Und Jesus hat eben doch können wahrsagen, wer ihn geschlagen hat. Die anderen haben gewusst, dass der Petrus gemeint hat. Der Pontius Pilatus war der römische Statthalter und er war der oberste Richter im Land. Am Pascha-Fest ist er immer nach Jerusalem gegangen, um für Ordnung zu sorgen. Weil mit all diesen Pilgermassen und vielen Leuten hat es immer Probleme gegeben. Auch war es Brauch, an diesem Fest einen Gefangenen zu begnadigen und freizulassen. Auch das hat zu den Aufgaben von Pilatus gehört. Die jüdische Obrigkeit hat einen zum Tod Verurteilten nicht selber einrichten dürfen. Und darum haben sie den Jesus an Pilatus ausgeliefert. Dafür haben sie extra eine neue Anklage ins Gesetzesbuch geschrieben: Gotteslästerung. Pilatus hat sich nicht interessiert für die jüdische Religion und deren Gesetz. In dieser Anklage hat es geheißen, dass der Jesus ein Rebell war. Ein Rebell, der die Herrschaft der Römer nicht anerkennt und sich selbst König der Juden will sein. Für Aufruhr ist von den Römern Todesstrafe vorgesehen gewesen. Kreuzigung. Und so haben am Morgen früh die Hohepriester, die Ältesten und Gesetzeslehrer Jesus gefesselt und zu Pilatus gebracht. Und Pilatus hat sich gewundert, als er Jesus gesehen hat. Weil wie ein Anführer ist er ihm nicht vorgekommen. Er hat ihn gefragt, du also bist der König der Juden? Jesus hat antwortet, du sagst das. Aber die Hohepriester haben den wütend angeklagt. Der Pilatus hat zu Jesus gesagt, antwortest du nicht auf all die Anschuldigungen. Der Jesus hat geschwiegen und der Pilatus hat sich noch mehr gewundert. Jeweils zum Fest hat er auf Bitte vom Volk einen Gefangenen begnadigt. Damals ist ein Rebell namens Barabbas im Gefängnis gewesen, ein Massenmörder. Zusammen mit anderen Rebellen haben im Aufstand einen Mord begangen. Schon haben sich die Leute
versammelt, um einen Gefangenen freizubitten. Der Pilatus hat gedacht, ich lasse Ihnen den Jesus frei. Er ist unschuldig. Dann haben wir Priester ja nur aus Hass und Neid ausgeliefert. Er ist zum Volk gegangen und hat gesagt, wenn ihr, dass ich euch den König der Juden freilasse. Die Priester aber haben den Leuten eingeredet, sie sollen um den Barabbas bitten. Gib uns lieber den Barabbas frei, hat das Volk geschrien. Was soll ich denn mit dem anderen machen? Hat der Pilatus gefragt. Mit dem, den ihr König der Juden nennt. Kreuzig ihn, haben sie gerufen. Was hat er denn Böses gemacht? Hat der Pilatus gefragt. Kreuzig ihn, tun den Kreuzigen, hat das aufgeheizte Volk geschrien. Barabbas übersetzt heisst Sohn vom Vater. So hat Pilatus gefragt. Es hat zwei Sohne vom Vater gehabt, den Jesus und den Barabbas. Barabbas heisst der Sohn vom Vater. Aber auch der Jesus war der Sohn vom Vater. Wer war der Freiler? Der eine. Oder der andere Sohn vom Vater. Der Pilatus hat der Masse vom Mob einen Gefallen machen. Und so hat er den Barabbas, den Sohn vom Vater, freigelassen. Und der Jesus hat er seinen Soldaten übergeben, die haben ihn ausgepeitscht und das Kreuz geschlagen. Sie haben Jesus ausgezogen, ihn an einer Säule gebunden und ausgepeitscht. Es war eine grausame Strafe, die jeder, der wollte, zuschauen konnte. Sie haben ihn nachher in den Innenhof geschleppt. Und sie wollten ihn verspotten. Er ist ja ein König, haben sie gelacht. So haben sie Jesus einen roten Soldatenmantel umgehängt. Der sollte das Purpurgewand darstellen. Und sie haben eine Krone aus Dornen geflochten. Sei gegrüßt, König der Juden, haben sie geschrien. Mit einem Stock haben sie ihn geschlagen und angespeuzt. Wo ihnen langweilig war, haben sie vom Jesus Kleid wieder abgezogen und haben ihn in die Stadt rausgeführt, um ihn zu kreuzigen. Die Verurteilten mussten den Querbalken vom Kreuz selber zur Hinrichtung tragen. So haben die Soldaten am Jesus den schweren Kreuzbalken auf die Schulter gelegt. Er konnte nur eine kurze Zeit schleppen, weil er so geschwächt war. Draußen vor dem Stadttor ist er zusammengebrochen. Die Soldaten haben einen Mann aufgehalten, den Simon, und haben ihm befohlen, den Balken zu tragen. Und der Simon musste den römischen Besatzer gehorchen.
So ist der Simon. Er hat den Balken von Jesus genommen und hat ihn geholfen tragen. Die Soldaten haben Jesus einen Becher mit einem Betäubungstrank gegeben. Wein mit Myrrhe gemischt, wo die Schmerzen dämpfen soll. Weil Jesus hat nichts davon getrunken. Sie haben ihn ans Kreuz genagelt. Seine Kleider haben sie untereinander verteilt. Es war am Morgen, als sie Jesus ans Kreuz geschlagen hat. Über seinem Kopf haben sie eine Tafel mit dem Grund der Hinrichtung hergetan. Der König der Juden. Mit dem Jesus haben sie zwei andere Räuber gekreuzigt. Einer links und einer rechts. Sie haben noch mehr verspotten. Schaut, der König braucht eine Hofstatt. Und so ist die Prophezeiung in Erfüllung gegangen. Er ist unter den Verbrechern gerechnet worden. Die Leute, die vorübergegangen sind, haben Jesus beschimpft und gesagt, ha, Glück, du reissest den Tempel nieder. Und baust in 3 Tagen. Und baust in 3 Tagen wieder auf. Das war Prophezeiung. Aber jetzt, tu doch dich selber retten. Und komm vom Kreuz runter. Auch die Hohepriester und Gesetzeslehrer haben über Jesus gespottet. Andere hat er gerettet. Aber sich selber kann er nicht retten, der Messias, der König Israels. Soll er doch jetzt vom Kreuz absteigen, dann werden wir ihm glauben. Auch die beiden anderen Verbrecher, die dort gehangen sind, haben ihn beschimpft. An der Mittagszeit ist eine Finsternis übers Land gekommen. Die Dunkelheit hat mehrere Stunden gedauert. Mit lauter Stimme hat der Jesus gerufen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Jesus hat Luke geschlagen und ist gestorben. Da ist der Vorhang vor dem Allerheiligsten Tempel von oben bis unten zerrissen gewesen. Der römische Hauptmann, der, wo Jesus gegenüber gestanden ist und ihn sterben gesehen hat, gesagt, wahr ist es, der Mann ist Gottes Sohn. Von weitem aber haben die Frauen, Maria von Magdalena, zugeschaut. Es war schon Abend gewesen. Der Vorabend vom Sabbat. Da ist der Josef von Arimathea gekommen, ein vornehmer Ratsherr, ein heimlicher Anhänger von Jesus. Er ist mutig zum Pilatus gegangen
und hat dann um die Freigabe vom Leichnam gebeten. Der Pilatus hat sich gewundert, was? Ist er dann schon tot? Er hat den Hauptmann gerufen. Und der bestätigt, dass der Jesus gestorben ist. Dann schenke ich dir den Leichnam von deinem Freund, hat der Pilatus gesagt. Der Josef von Arimathea hat schnell ein grosses Leinentuch gekauft, hat den Jesus vom Kreuz geholt und hat ihn ins Tuch gehüllt. Er hat ihn in die Grabkammer getan. Und vor dem Eingang haben sie einen grossen, schweren Stein hergetan. Maria Magdalena und die anderen Frauen haben alles beobachtet. Und haben sich gemerkt, in welchem Grab der Jesus war. Sogar der Jesus hat sie in seiner Todesstunde zweifelt. Alles ist so eingetroffen, wie es hätte müssen sein. Wie im Leben. Man kommt das über, was man will. Aber nicht dann und wie man es will. Aber man kommt es über. Danke vielmals.